Ja, schöne Platte. Aber um Platten soll es heute nicht gehen, meine Freunde. Heute habe ich Lust, euch all meine CD-Player zu zeigen. Wie ihr bestimmt schon gemerkt habt, bin ich mittlerweile der große CD-Fan wieder. Und ich habe natürlich sämtliche Geräte, um diese abzuspielen. Und die zeige ich euch jetzt mal kurz und knackig zusammengefasst. Fangen wir mal mit was Edlem an. Hier im Wohnzimmerbereich beim Fernseher haben wir hier unten praktisch einen richtig geilen Hi-Fi CD-Player von Pioneer, wie man hieran erkennen kann. Ein richtig geiles Gerät, habe ich auf eBay schießen können. Schalten wir das Ding kurz mal ein. Wo ist der On-Button? Also, so, geht on. Und geil an diesem Gerät ist hier, ist wie so eine Art, so eine CD dran, wie so eine Art Plattenteller, wo man die CD drauf tut. Und man muss sie dann auch hier, am Beispiel Future Trance Volume 11, CD 1, muss man dann auch so rum reinlegen und dann einfahren. Und dann kann man hier schon sehen, wie viele Lieder drauf sind und so weiter. Kann dann sogar hier direkt ein spezielles Lied aussuchen, wie zum Beispiel Track 9. Und dann spielt es Track 9 ab. Geile Scheiße. Natürlich möchte man auch mal unterwegs schöne Musik hören. Und da kann man natürlich nicht so ein krasses Gerät mitnehmen. Deswegen haben wir hier noch den schönen, allseits beliebten Discman, auch noch funktionstüchtig, denke ich mal. Ich habe ihn tatsächlich lange nicht benutzt, habe ich früher als Kind sehr, sehr viel benutzt. Will ich jetzt in Zukunft vielleicht auch wieder machen, mal wenn es sich anbietet. Beim Fahrradfahren ist halt sinnlos, glaube ich, weil dann ruckelt das und dann stoppt die Aufnahme, das Lied halt, ruckelt dann so. Deswegen mal gucken, wann ich das mal wieder benutzen kann, aber cooles Gerät auf jeden Fall. Dann haben wir hier natürlich, wo wir vor uns schon waren, am Plattenspieler, hier links und rechts auch noch einen ganz speziellen CD-Player, halt einen CDJ, sogenannter, also richtig für DJ-mäßigen Einsatz geeignet von CDs. Also nochmal zwei Stück, das sind jetzt praktisch CD-Player 3 und 4. Und hier direkt daneben ist noch über dem Verstärker von dem DJ-Scheiß ein schöner grundig CD-Player. Den habe ich mal vom Onkel geschenkt bekommen, der den auf dem Schrottplatz gefunden hat. Einfach standardmäßiger CD-Player. Ja, kennt man. Und den habe ich früher viel benutzt, wenn wir so CDs hören wollten. Oder viel, also so mega viel auch nicht. Aber jetzt habe ich ja dieses Gerät da unten, womit ich dann besser so normal CDs hören kann. Der ist praktisch kaum noch im Einsatz, aber der sieht da auch ganz schick aus. Jetzt bin ich hier in der Küche und auch hier darf natürlich ein Musikgerät nicht fehlen. Und da ist es auf dem Kühlschrank, ein schönes Radio, finde ich, passt gut in die Küche, natürlich mit CD, Abspiel, oh, Kassette geht auch, hier muss ich drücken, CD-Laufwerk, schönes Gerät, da kann ich auch in der Küche richtig geil abmoven. Zu guter Letzt, ich bin jetzt hier praktisch in meinem Schlafzimmer und da habe ich hier, es steht da noch ein Fernseher, und da habe ich hier stehen, na, was ist denn das? Oh, eine PlayStation 3. Geil. Die natürlich auch als Multimedia-System geeignet ist, wo man dann auch CDs drin abspielen kann und anhören kann und geil sein kann. Genau. Auch schön. Ja, zu guter Letzt könnte man sagen, gibt es noch mein Autoradio. Herrlich. Natürlich mit CD. Richtig geil. Richtig geiles Ding von Kenwood, wen es interessiert, man sieht es gerade nicht.
wegen des Lichtes. Dort steht's. Kenwood. Richtig geiles Gerät. Natürlich mit CD. Okay, und wieder rein. Aber das ist natürlich auch eigentlich das, neben den DJ-Playern, das meistgenutzte CD-Abspielgerät im Auto halt, höre ich momentan, zurzeit eigentlich ausschließlich CDs. Genau, das wäre dann praktisch, Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das achte CD-Abspielgerät. Also in meinem Besitz befinden sich momentan 8 CD-Abspielgeräte. Genau. Ja, aber ich werde trotzdem weiter Platten hören, denn die ganzen habe ich noch nicht gehört und es wird langsam mal Zeit, die durchzuhören. Ich freue mich, wenn ihr euch das Video bis hierher angeschaut habt und sagt, das ist ja toll, was der da alles für CD-Abspielgeräte hat. Und wünsche euch noch einen wunderschönen Day und eine wunderschöne Week und ein wunderschönes Year. Ist ja bald vorbei, aber das ist ja nicht so schlimm. Wir sehen uns vielleicht irgendwann mal wieder. Bis dahin, haut rein, tschüssi. Haha.